Einen schönen guten Morgen und entschuldigen Sie die Verspätung. Wir haben unsere erste Panel zum Thema soziale Gerechtigkeit, beziehungsweise wir haben die Frage formuliert, wo bleibt die soziale Gerechtigkeit, und damit schon Weichen gestellt für die Diskussion. Heute Morgen mit Ihnen, wir haben zwei Referenten, Herr Professor Christian Fleck und Dr. Martin Schutz. Ich möchte Sie beide ganz kurz vorstellen und dann Ihnen das Wort geben. Herr Fleck ist Soziologe an der Uni Graz, vielen von Ihnen, ich nehme an, bestens bekannt. Er war Schumpeter Fellow an der Harvard University, war von 2005 bis 2009 Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, und er ist Herausgeber von einer wunderbaren Zeitschrift, Serendipities, mit einem sehr, sehr schönen Titel, finde ich, Journal for the Sociology and History of Social Sciences. Seine eigene Arbeit aber ist nicht serendipitous. Es ist sehr, sehr fokussiert auf zwei, drei Themen. Einmal die Fachgeschichte der Soziologie, insbesondere hier in Österreich. Sein Buch 1990 rund um Marienthal behandelt das Thema der Anfänge der Soziologie hier in Österreich bis zu ihrer Vertreibung. Die Monographie 2007 ist Transatlantische Bereicherungen zur Erfindung der empirischen Sozialforschung, und 2015 das Buch bei Campus, Etablierung in der Fremde, vertriebene Wissenschaftler in den USA, NAC 33. Martin Schulz studierte Volkswirtschaft und Philosophie in Wien, absolvierte das postgraduierte Studium in der Politikwissenschaften an EHS. Insofern verbindet ihn biografisch sozusagen etwas mit beiden Partnerinstitutionen hier und mit dem EWM, wo er letztes Jahr unsere Visiting Fellow war. Neben seiner Tätigkeit als Gruppenleiter für monetäre Analyse am österreichischen Nationalbank ist er Projektleiter des Household Finance and Consumption Survey. Er unterrichtet an der Uni Wien und auch an der WU. Er ist auch tätig als Individualpsychologe und Therapeut am Ambulatorium Die Boje für Kinder in Krise, und damit verbindet er sozusagen die zwei Facetten seines Vortrages heute, Ökonomie und Psychologie des wachsenden Reichtums. Er hat sehr, sehr viele Publikationen zum Thema Vermögensungleichheit, und im nächsten Jahr erscheint seine Monographie beim Campus Verlag über Reichtum, die er als Fellow am EWM verfasst hat. Also wir werden in beiden Vorträgen sowohl aus historischer Warte, einmal soziologisch, einmal in der Ökonomie, das Thema Reichtum oder beziehungsweise Armut und Reichtum und Überreichtum beleuchten. Aber in beiden Vorträgen interessanterweise ist der Schwerpunkt auch auf die eigene Disziplingeschichte und Reflexionen über die Disziplingeschichte. Ihre Lücken, ihre Fokai, beziehungsweise warum bestimmte Themen in den Disziplinen nicht thematisiert werden, beziehungsweise was die Folgen von einer bestimmten Art der Thematisierung Themen in den Disziplinen hat. Und damit überlasse ich Ihnen erstmal das Wort, Herr Fleck, und dann Martin. Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundlichen Worte. Als ich eingeladen wurde, im Rahmen dieser Konferenz von Marienthal ausgehend etwas zu sagen, habe ich mich im Wesentlichen an dem Untertitel Diagnose, Reflexion und Antizipation orientiert und habe dann relativ spät bemerkt, dass ich in einem Panel bin, das die Überschrift hat, wo bleibt die soziale Gerechtigkeit, und diese beiden Dinge
passen nicht gut zusammen, muss ich zugeben. Das, was ich zu sagen habe, hat, glaube ich, wenig direkte Verbindung mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, insbesondere dann nicht, wenn man die Gerechtigkeit ins Zentrum stellt. Ich will aber dennoch wenigstens sagen, warum es in gewisser Weise ironisch ist, dass ich darüber rede, weil ich ziemlich skeptisch bin in Bezug auf manche Diskurse, die im Rahmen der Gerechtigkeitsdebatte geführt werden. Und lassen Sie mich zumindest meine Skepsis zum Ausdruck bringen, bevor ich dann auf dieses Beispiel eingehe. Die Skepsis bezieht sich zuerst einmal darauf, dass in meinem Eindruck diese Diskurse über Gerechtigkeit in einer sehr generalisierten Weise geführt werden, insbesondere seitdem John Rawls die Debatte in den 70er Jahren ausgelöst hat, wird eigentlich immer über die Gerechtigkeit im Singular gesprochen und wird darüber diskutiert, darauf hingerichtet, geforscht, alle Phänomene und alle Gesellschaften und alle Zeiten abdeckendes Modell der Gerechtigkeit entwickeln zu können. Und ich halte das aus sozialwissenschaftlicher und aus historischer Perspektive für eine komplette Illusion. Da kann man zwar viele philosophische Kongresse darüber führen, aber man kommt nicht dazu, dass man ein generalisiertes Modell findet. Mein zweiter skeptischer Punkt oder kritischer Punkt ist, dass mir ja auch nicht klar ist, wer legt denn die Kriterien fest. Und in all diesen Debatten gibt es unterschiedliche Vorschläge und es gibt immer auch Versuche, die Allgemeinheit, die Bürger mit einzubeziehen oder den Menschen als Universalwesen zustimmungsfähig zu halten dafür. Aber letztlich läuft es doch in die Gefahr, in die alte Gefahr der Priesterherrschaft, dass nämlich eine sozial sich selbst ermächtigende Gruppe festlegt, was denn die richtigen Gerechtigkeitskriterien sind und wie man die messen kann. Und nun haben wir allerdings in der sozialen Realität das Problem, dass die gewöhnlichen Menschen sich diesen Kriteriologen, der hohe Priester der Gerechtigkeit, nicht unterordnen wollen. Sie wohl in vielen Fällen auch nicht mal richtig verstehen wollen oder verstehen können. Und daher der Diskurs der Gerechtigkeit von der Realität sozialer Lebensverhältnisse sehr weit entfernt ist. Was dazu führt, dass ich meinen würde, es wird in diesem Diskurs viel zu wenig bedacht und berücksichtigt, was mit diesem einen schönen Satz ausgedrückt wird, all politics is local. Und wenn man den ernst nimmt, dann meint man ja nicht nur regionale Lokalität, also dass in Nigeria andere Debatten geführt werden als in Vorarlberg, sondern man meint ja damit auch, dass auch innerhalb einer Gesellschaft Lokalität eine Rolle spielt. Und eigentlich hätte der ganze Gerechtigkeitsdiskurs zumindest seit dem American Soldier von Stauffer und anderen zur Kenntnis nehmen können, dass in der Realität Personen sich mit denjenigen Gruppen vergleichen, die in ihrer sozialen Nähe sind. Also wir vergleichen uns nicht mit dem obersten 1% der Einkommensverteilung und daher ist uns auch ziemlich gleichgültig, wie sich das oberste 1% weiterentwickelt, weil das nicht die Referenzgruppe ist. So viel zu meiner skeptischen Haltung gegenüber der Pendelüberschrift. Es gibt aber eine Brücke zum Mariental und die scheint mir darin zu liegen, dass Helga Nobotny hat gestern darauf hingewiesen, dass die Forschergruppe, die diese Studie durchgeführt hat, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie, was wirklich überraschend ist für die Zeit, die internationale Debatte
wahrgenommen hat. Also nicht nur Locals in Wien und Wien-Umgebung waren, sondern sich mit den internationalen Debatten auch auseinandergesetzt haben. Ja, so ist es. Ich würde aber meinen, es gibt noch eine dritte Dimension dieser Lokalität, dieser Studie, nämlich der Bezugnahme zu dem, was man ja, sozialistische Utopie nennen könnte. Und diesen Punkt werde ich durchaus heute etwas vertiefen. So, diese unscheinbare Studie mit einem länglichen Titel ohne Autoren erschien zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, zu dem eine sozialwissenschaftliche Studie erscheinen kann, nämlich im März oder April des Jahres 1933. Genau aus diesem Grund, nämlich dem Frühjahr 1933, scheinen am Titelblatt auch keine Autoren auf, sondern verstecken sich die Autoren hinter einer Institution, die es eigentlich nicht gegeben hat. Die Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle war eine Erfindung, ein Papiertiger, der sozusagen dafür dienen sollte, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, das in der Zeit unmöglich auf die Beine zu stellen gewesen wäre, nämlich aus privatwirtschaftlichen Einkünften sozialwissenschaftliche Forschung zu finanzieren. Und für diesen Zweck wurde 1931 ein Verein gegründet mit genau diesem Namen. Und es gibt auch ein Briefpapier oder sowas Ähnliches. Und sie hatten auch irgendwo in Wien in der inneren Stadt eine Wohnung, weil damals die Wohnungspreise noch ziemlich niedrig waren. Aber es hat eigentlich nie irgendjemand aus diesem Unternehmen eine Anstellung gehabt, ein Honorar bezogen oder sonst etwas. Was nicht besonders ungewöhnlich ist, in dieser Zeit haben ziemlich viele Leute von der Luft gelebt und dennoch ganz interessante Dinge getan. Diese Studie ist nun dennoch eine und wahrscheinlich sogar die einzige Studie im 20. Jahrhundert aus der empirischen Sozialwissenschaft, die in Österreich entstanden ist. Nahezu zu 100% in Österreich entstanden ist. Das einzige nicht-österreichische daran waren einerseits das Mentoren-Ehepaar Karl und Charlotte Bühler, die aus Deutschland kamen und noch relativ kurz in Österreich waren, und die Unterstützung, die über Charlotte Bühler von der Rockefeller Foundation in diese Studie gegangen ist. Wobei die Geldgeber der Rockefeller Foundation nicht davon wussten, dass sie für diese Studie Geld hergeben, weil Frau Bühler ein Budget hatte, das sie relativ frei vergeben konnte. Diese Studie ist wie kaum eine andere übersetzt worden, neu aufgelegt worden, und erlauben Sie mir eine Fußnote, die dritte deutsche Ausgabe, das Taschenbuch bei Suhrkamp, ist die Ausgabe, die sozusagen im deutschen Sprachraum die bekannte ist. Und es ist schon eine gewisse Ironie, dass die Tantiemen dieser Ausgabe an den Verlag für Demoskopie in Almsbach gehen und nicht an irgendjemand aus der Autorengruppe oder aus den Nachkommen der Autorengruppe. Aber das ist eine Geschichte für sich, die ich nicht weiter ausbreiten will. Also, was macht diese Studie so bekannt, dass sie bis heute neu übersetzt wird, neu herausgegeben wird und zum Standardkanon der empirischen Sozialforschungsausbildung in sehr vielen verschiedenen Ländern zählt? Ich denke, es gibt mehrere Gründe, warum diese Studie über diese Fabrik, die da in der näheren Umgebung von Wien geschlossen wurde und wo die Folgen der Schließung dieser Fabrik, also der Stilllegung, auf die dortige Bevölkerung untersucht wurde.
diese Bevölkerung von Mariental, Mariental ist kein Pseudonym, diesen Ort gab es wirklich, er ist heute Teil der Gemeinde Grammat-Neusiedl. Und man könnte natürlich auch auf den Gedanken kommen, dass ein Buch, das heißt Die Arbeitslosen von Grammat-Neusiedl, vielleicht weniger leicht übersetzt hätte werden können. Mariental klingt auch in anderen Sprachumgebungen noch einigermaßen verständlich. Dieser Ort Mariental ist in sich interessant. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, dass das sozialhistorisch interessant ist, weil es eine der fortschrittlichen Industriegründungen des Wiener jüdischen Bürgertums ist, die dort eine durchaus vorbildliche Industriepolitik betrieben haben, die dann natürlich davon begleitet war, dass sich die lokale Arbeiterschaft, organisiert in der Sozialdemokratischen Partei und in den Gewerkschaften, sehr stark etabliert hat, relativ früh auch schon neue Technologien adaptiert hat, wie etwa das Radio und die Arbeiterradiobewegung, sich natürlich auch militarisiert hat. Links unten sehen Sie die lokale Schutzbundgruppe aus Mariental. Und Sie sehen das Ergebnis, die Arbeitslosen, die dann an der Brücke den Vormittag verbringen. Und in den Protokollen einstweilen wird es Mittag eintragen für den Zeitraum von 10 bis 13 Uhr bei einer der Zeitbudgeterhebungen, die dort durchgeführt wurden. Mariental, also die Studie nun, nicht der Ort, hat ein ungewöhnliches Echo gefunden. Es ist, soweit ich weiß, eine der wenigen, wenn nicht die einzige sozialwissenschaftliche Studie weltweit, die einen Spielfilm generiert hat, von Karin Brandauer, einstweilen wird es Mittag, ist eine freie, aber nicht völlig fiktive Nacherzählung der Forschungsgruppe, die diese Studie durchgeführt hat. Ich hatte noch Gelegenheit, mit Marie Jaho darüber zu reden. Sie hat den Film schrecklich gefunden, aber das war vermutlich auch ein Teil ihrer Bescheidenheit, nicht so in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Die Studie und das Dorf ist vermutlich auch eine der wenigen sozialwissenschaftlichen Studien, die ein eigenes Museum hat. Dieses kleine Gebäude hier ist das ehemalige Konsumgebäude in Mariental, das dank der Initiative einer Wohnbaugenossenschaft wieder errichtet wurde und das nun ein Museum enthält, das jederzeit besuchbar ist, weil es keine Öffnungszeiten hat und man mit einer beliebigen Bankomatkarte hineinkommen kann. Dort gibt es sozusagen einiges zu sehen. Die Mariental sind irgendwann dann auch darauf gekommen, dass sie einen historischen Ort der Erinnerung darstellen, und deswegen ziert diese Gemeinde einige Gedenktafeln, auf denen irgendwie dieser Vergangenheit gedacht wird, was das Bild sozusagen abrundet. In jüngster Zeit kam dann auch noch eine Theateraufführung. Ich will nicht irgendetwas über den Inhalt und die Qualität dieses Theaterstücks sagen, sondern es nur als Illustration dafür anführen, dass hier sehr breit rezipiert wurde. Ich will nun zurückgehen ins Jahr 1933. Das sind die zeitnächsten Fotos, die wir auftreiben konnten, der drei zentralen Figuren dieser Studie. Also der intellektuelle Kopf der ganzen Forschungsgruppe war Paul Lazarsfeld, der mit seinem Freund Hans Zeisel verbunden war und wohl eher über diese Freundschaft Zeisel zu dem Autor des Anhangs wurde. Die Autorin des eigentlichen Berichts, des Textes des eigentlichen Berichts, ist Marie Jahoda, die eine Zeit lang auch mit Lazarsfeld verheiratet war. Alle drei gingen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Emigration oder waren genötigt, ins Exil zu gehen. Marie Jahoda wurde noch vom österreichischen Ständestaat ausgebürgert und des Landes verwiesen. Hans Zeisel entkam in den
Tagen des Anschlusses knapp der Einlieferung in ein Konzentrationslager. Und Paul Lazarsfeld war in gewisser Weise der Glücklichste, weil er mit einem Rockefeller-Stipendium schon 1933 zuerst nach New York ging und dann 2 Jahre dort blieb. Seine eigentliche Emigration im Jahr 35 war allerdings eine eines illegalen Auswanderers oder illegalen Einwanderers, da er sein Einwanderervisum erschlichen hat. Er legte eine Anstellungszusage vor, die zu dem Zeitpunkt, als er sie vorlegte, keiner Realität mehr entsprach. Zum Glück haben die das alle überlebt. Die Reaktion, als das Buch herauskam, im Jahr 1933, will ich Ihnen an einem Beispiel, das durchaus dramatisch ist, zeigen. Die Sozialdemokratische Tageszeitung Arbeiterzeitung stand damals schon unter Vorzensur, wie man sehen kann, und auf den Seiten 4 und 5 finden Sie Text, also Teile abgedeckt, gelöscht, die der Vorzensur unterlagen. Und das Interessante ist nun, dass an der einen Stelle unmittelbar nach einer Zensurstelle der Autor, der dort, dessen Rede dort wiedergegeben wird, auf diese Marienthal-Studie eingeht. Der Autor oder der Redner, dessen Rede hier wiedergegeben wird, ist der bekannte Otto Bauer. Der Anlass, zu dem er spricht, ist die sogenannte Wiener Konferenz, also der Parteitag der Wiener SPÖ, wo auf der Seite davor über die Partei berichtet wird, auch über die Debatte berichtet wird und dann eben Otto Bauer das politische Referat hält, das nach wenigen Sätzen der Zensur unterliegt. Keine Ahnung, worüber er dort gesprochen hat. Aber unmittelbar danach kommt er dann darauf zu sprechen, und ich zitiere: Da ist gerade in diesen Tagen ein kleines, aber seinem Inhalt nach wirklich erschütterndes Buch erschienen. Die Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle in Wien hat eine Arbeit veröffentlicht über die Lebensverhältnisse der Arbeitslosen von Marienthal. Da ist ganz nüchtern, wissenschaftlich, statistisch beschrieben, wie die Arbeitslosen leben, wie sie sich ernähren, was die Kinder am Tag nach der Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung und was sie nach dieser Auszahlung als Gabelfrühstück in die Schule bekommen, wie es mit den Wohnungen, der Bekleidung, der Beschuhung der Arbeitslosen steht. Aber da sind auch, was vielleicht noch wichtiger ist, die seelischen Wirkungen der Arbeitslosigkeit beschrieben. Wie dieser ganze einst blühende Ort mit der Dauer der Arbeitslosigkeit allmählich in jenen Zustand der Müdigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Resignation gerät, in dem alle Lebensenergien der Arbeitslosen schrittweise zugrunde gehen. Soweit ein durchaus zutreffendes Summary des Buches. Und dann heißt es weiter in der Rede von Bauer: Die jungen Leute, die das beschrieben haben, haben uns nichts wesentlich Neues erzählt. Es ist das Schicksal von Millionen in allen kapitalistischen Ländern. Aber gerade darum wird diese kleine wissenschaftliche Arbeit zur furchtbarsten Anklage gegen die ganze kapitalistische Gesellschaftsordnung. Und so weiter und so fort. Die erste Lektion, die man aus der Marienthal-Studie ziehen kann, wäre also jene, die jener Mann gezogen hat, der auch als derjenige gilt, der diese Gruppe von jungen Sozialforschern nach Marienthal, Grammat Neusiedl dirigiert hat. Es dürfte nicht nur eine Anekdote sein, dass Paul Lazarsfeld berichtet hat, er hätte in einer Diskussionsrunde dem eben genannten Otto Bauer vorgeschlagen, doch eine Studie über das Freizeitverhalten von Arbeitern zu machen. Es gab gerade knapp davor eine Veränderung der Arbeitszeitregulative und daraufhin hätte ihm Otto Bauer erklärt, in einer Zeit wie heute, nach der Weltwirtschaftskrise 1929, könne man nicht über Freizeit
reden, man müsse über Arbeitslosigkeit reden und er hätte ihnen dann die Kontakte nach Mariental vermittelt. Nicht zuletzt deswegen, weil dort eine funktionierende sozialdemokratische Organisation da war und eine entsprechende Kontaktanbindung. Auch darüber gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten zu berichten. Die heute BVD genannte Polizeieinheit hieß damals noch Staatspolizei und observierte die observierenden Sozialforscherinnen vor Ort. Da gibt es nette Protokolle, ebenso wie dann später die gleiche Polizei und die Staatsgewalt bei der Einvernahme der verhafteten Maria Yahuda schwere Probleme hatte, zwischen den wissenschaftlichen Protokollen und den politischen Dokumenten zu unterscheiden und nächtelang mit ihr darüber diskutiert hat, was jetzt wohin gehört und auch dabei sich mehrfach geirrt hat. Aber wir wollen jetzt nicht über die Staatspolizei und ihre Erkenntnisfähigkeiten reden, sondern über Lektionen aus Mariental. Diese vorhin zitierte Lektion aus dem Munde des berühmten Otto Bauer blieb nicht unwidersprochen. Man kann sagen, dass die Studie Die Arbeitslosen von Mariental heute im Wesentlichen gedeutet wird, wenn sie sozialhistorisch, politikhistorisch eingebettet wird, als ein Beleg dafür, dass die bis dahin vorhandenen und einige Zeit darüber hinaus auch noch nachweisbaren Hoffnungen, dass eine verschärfte Krise des Kapitalismus zu einer revolutionären Überwindung dieses Gesellschaftssystems führen würde und daher mit revolutionärem Aufstand zu rechnen wäre, wenn die Verelendung größer wird, dass diese Perspektive sozusagen unter anderem durch die Befunde, die in dieser Mariental-Studie formuliert wurden, widerlegt wurde, revidiert wurde, in einem anderen Licht gesehen wurde. Das führt unmittelbar zu der zweiten Lektion, die man wahrscheinlich aus dieser Studie und auch aus anderen ziehen kann. Die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse sind Töchter ihrer Zeit. Das, was zeitnah in einer Studie für wichtig gehalten wird oder aus ihr herausgelesen wird oder wofür sie als Beleg genommen wird, muss nicht das sein, was späterhin auch für relevant gehalten wird oder für das Charakteristikum eines Textes gehalten wird. Das bedeutet aber auch, dass wir uns, wenn wir es jetzt sehr pathetisch formulieren wollen, von der Fortschrittsidee in den Sozialwissenschaften ziemlich weitgehend verabschieden müssen, weil wir die gleichen Befunde zu unterschiedlichen Zeiten durchaus unterschiedlich deuten können. Ja, sie geradezu konträr deuten können. Also die Studie, die dem Otto Bauer nichts Neues sagt, und ich glaube nicht, dass er das nur rhetorisch gemeint hat, um vor seinen Parteigenossen die richtigen Eindrücke zu hinterlassen, sondern dass er das durchaus so gelesen hat, dass ihn das nicht überrascht hat, wird später als genaues Gegenteil, nämlich als das Überraschende, was hier das erste Mal gezeigt wird. Und man könnte natürlich jetzt andere Beispiele ein Semester lang diskutieren oder auch noch länger, die alle in die gleiche Richtung deuten würden, dass wir uns schwer tun, sagen zu können, dass wir kumulativen Wissenschaftsfortschritt haben in den Sozialwissenschaften und daraus dann aber auch Folgen ziehen müssten. Dazu dann gleich noch als Drittes. Mir scheint die eine Besonderheit, die tatsächlich mit dieser Studie gezeigt werden kann, jene zu sein, dass diese Autoren, diese jungen Sozialforscher, über das verfügten, was man ein reichhaltiges Rollenset nennt. Sie waren nicht nur Sozialforscher, sie waren sehr vieles anderes zur gleichen Zeit und mit gleicher Intensität. Also, alle diese Autoren waren in anderen beruflichen Aktivitäten involviert und das waren nicht nur Aushilfsjobs, an denen sie desinteressiert waren. Also Marie Yahuda war irgendwie Bibliothekarin in der Arbeiterbibliothek im Karl-Marx-Hof. Das ist was anderes als Kellnern gehen
oder sonst wie irgendwie ein Einkommen. Sie waren alle hochaktive Mitglieder der sozialdemokratischen Bewegung, die während der Zeit, in der sie, und die Zeit der Erhebung in Mariental war ziemlich knapp, und die vom Beginn bis zum Ende hat das Ganze nicht keine 2 Jahre in Anspruch genommen. In dieser gleichen Zeit haben die sehr, sehr viel andere Dinge auch noch getan. Ja. Enorme Mengen an Vorträgen in der Volksbildungsbewegung, in der Parteibildung gehalten. Und sie hatten dank der Einladung und dank der Prominenz des Ehepaars Bühler auch intensive Kontakte mit Leuten, die aus dem Ausland zu Besuch waren, die aus Gründen des wissenschaftlichen Studiums nach Wien gekommen sind, aber auch Kontakte mit politisch gleichgesinnten Personen des Auslandes. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der drei oder der anderen Beteiligten an dieser Forschung im Jahr 32 oder 33 mit einer Karriere als akademische Lehrer gerechnet haben. Das, wo sie am Ende waren, nämlich alle drei Universitätsprofessoren, war nicht das, was sie anstrebten und vermutlich nicht mal das, was sie irgendwie für realistisch gehalten hätten. Ich glaube, dass trotz dieser prekären Lebenssituation, in der sich die befanden, und man muss das wohl so nennen, die Produktivität, die daraus entstanden ist, und der Anregungsreichtum auch sich niederschlägt in der Qualität dieser Studie. Wenn das so ist, dann wirft das wissenschaftspolitisch einige interessante Fragen auf. Und wenn ich mir anschaue, wie heute probiert wird, junge Leute dazu zu bringen, wissenschaftlich exzellent zu werden, um das beliebte Schlagwort zu zitieren, dann ist das das Gegenteil eines reichhaltigen Rollensets, sondern dann sind das sehr arme Karriereentwürfe, die dann aber vermutlich auch nicht diese Reichhaltigkeit an Einflüssen aufweisen, die vermutlich doch, zumindest in den Sozialwissenschaften, eine Voraussetzung dafür sind, dass man etwas Gutes zustande bringt. Allerdings, und mit dem Satz möchte ich nun enden, die Kontingenz ist in Rechnung zu stellen. Ziemlich viel von dem, was an dem Beispiel Mariental gesagt werden kann, war historisch kontingent, und es ist schwierig, daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Einige habe ich versucht anzudeuten. Danke für die Aufmerksamkeit. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, mich mit dem Thema Ökonomie und Psychologie wachsenden Reichtums in den nächsten Minuten zu beschäftigen. Ich werde auch versuchen, es zu relationieren zum Vortrag von Professor Fleck. Der Titel suggeriert auf jeden Fall vieles. Ökonomie und Psychologie wachsenden Reichtums. Vermutlich erwarten manche von Ihnen, dass jetzt eine lange Zeitreihe über 100 Jahre aufgespannt wird, an der man ablesen kann, dass der Reichtum mit den Unterbrechungen, mit der Unterbrechung des Zweiten Weltkriegs angestiegen ist, insbesondere in den letzten 20 Jahren, und erwarten vielleicht, dass sich psychologische Wahrnehmungen von diesem Reichtumsanstieg Ihnen darbietet. Das geht nicht. Und mein Vortrag wird sich mit diesem Scheitern, die Fragestellung überhaupt abzubilden, beschäftigen. Ja? Warum geht es nicht? Jetzt würde man sagen, gut, es gibt nicht die Daten dazu. Es gibt einfach nicht Daten zu den Anteilen der Reichen am gesamten Vermögen in den 20er Jahren, in den 50er Jahren und später. Das ist aber rein eine datengetriebene Antwort, die will ich nicht geben, sondern ich will mich auseinandersetzen in meinem Vortrag mit dem Spannungsfeld zwischen Normen,
zu Reichtum und Fakten zu Reichtum, mit der Fragestellung Ideologie und Wissenschaft zu Reichtum. Und will Ihnen zeigen, dass Reichtum kein leichtes Thema für Sozialwissenschaften ist. Reichtum ist ein Begriff, der wissenschaftlich nicht definiert ist und den Sie nicht einfach verstehen können als Gegenstück zu Armut, weil Armut eignet eine absolute Dimension, Verhungern. Bei Reichtum gibt es zwar das Verständnis von einer absoluten Sinnerfüllung, von Unermesslichkeit, aber Reichtum weist ins Unendliche. Reichtum kennt keine Beschränkung. Wenn Sie es am Vermögen messen, kann es immer einen Euro mehr geben. Also Reichtum hat eine unendliche Komponente, angelegt als Möglichkeit. Und der zweite Punkt ist, und das haben Sie in der Diskussion in Deutschland gehabt zur Armuts- und Reichtumsforschung, wo man zuerst zu den Armuts- und Reichtumsberichten, die regelmäßig vorgelegt werden müssen, gesagt hat, ja, Armut ist etwas Unerwünschtes, gesellschaftlich Unerwünschtes. Das kann man bei Reichtum nicht sagen. Im Gegenteil, Reichtum fungiert als Leitbild, wurde gesagt. Reichtum eignet was Positives und daher ist es nicht so, dass man die beiden als Probleme markieren kann. Ich werde die These vertreten, dass das notwendig ist, dass man Reichtum, in der Form, in der ich es verstehe, ist es Überreichtum vorab als Problem verstehen muss. Und das wäre ein normativer Zugang und der wird grundsätzlich einmal unter Ideologieverdacht gestellt. Und damit will ich mich beschäftigen, mit diesem Ideologieverdacht gegenüber einer Reichtumsforschung, die eben keinen wissenschaftlich definierten Begriff hat. Wie werde ich das machen? Ich beziehe mich auf zwei der bekanntesten Nationalökonomen des 20. Jahrhunderts, auf Hayek auf der einen Seite, den Gründer des Wirtschaftsforschungsinstitutes 1927, Wirtschaftsnobelpreisträger gemeinsam mit Gunter Myrdal 1974 und auf der anderen Seite Kurt Rothschild, gesellschaftskritischer Ökonom, und will Ihnen zeigen, an den Zugängen dieser beiden Nationalökonomen, welche Schwierigkeiten sich ergeben bei Fragestellungen sozialer Ungleichheit. Im Thema Ökonomie und Psychologie wachsenden Reichtums ist das, was zumeist durchscheinen wird, das Wachsende, der Anstieg. In der medialen Debatte haben Sie auch sehr oft diese Bezugnahme auf Reichtum wird konzentriert, das steigt an. Das ist eine arbiträre Wahrnehmung, weil man im Gegensatz sagen könnte, ist er nicht groß genug, ob jetzt die Reichen noch ein wenig mehr haben, wie die Reichenlisten jedes Jahr von Forbes, von Credit Suisse und so zeigen. Ist das die wesentliche Fragestellung? Würde man hätten sie statt 50 Milliarden manche Milliardäre nur 10 Milliarden, hätten wir dann kein Problem. Also ist das Wachsende die Fragestellung. Meine Antwort dazu ist nein, das Wachsende ist nicht das Wesentliche. Das Wachsende wird einfach in der medialen Rezeption zu einer Art, führt zu diesen Empörungen, diese Überschriften, die Reichen wurden wieder reicher, Empörung, Ende der Diskussion und eine normativ auf das Kritische am Reichtum ausgerichtete sozialwissenschaftliche Befassung würde sich nicht mit reichen Zählungen zufrieden geben können. Normatives in der Nationalökonomie ist an und für sich unerwünscht es wird verlangt, Werte und Fakten streng voneinander zu trennen. Und was zugestanden wird, dass man sich über Relevanz ein bestimmtes Forschungsthema aussucht. Ja? Und diese Auswahl
die es sozusagen erlaubt, und das würde ich dann bei Rothschild zeigen wollen. Hayek hatte folgenden Zugang zu dem Thema, ich muss ja auch noch, wo bleibt die soziale Gerechtigkeit, am Ende meines Vortrags dazu bringen. Und dann beginne jetzt mit Hayek. Hayek hatte den Zugang, um Gerechtigkeit geht es nicht und Reichtum ist nichts Böses, ist nichts Schlechtes. Bei Hayek war es stets der Staat und niemals der Reiche, dem das Misstrauen galt. Es war immer der bevormundende Staat, und ich will Ihnen ein Zitat aus seinem Werk Weg zur Knechtschaft bringen. Die wichtigste Institution zur Freiheit ist ja das Privateigentum für ihn. Und er schreibt hier sehr plakativ: Wer würde nicht einsehen, dass ein Multimillionär, der mein Nachbar und vielleicht mein Arbeitgeber ist, weit weniger Macht über mich hat als der kleinste Funktionär, der die Zwangsgewalt des Staates ausübt und von dessen Belieben es abhängt, ob und unter welchen Bedingungen man mir zu arbeiten und zu leben erlaubt? Und wer wird leugnen wollen, dass die Welt, in der die Reichen mächtig sind, immer noch besser ist als eine, in der allein die bereits Mächtigen zum Reichtum gelangen können? Gleich beim Nachdenken über dieses Zitat wird Ihnen auffallen, dass sich Hayek keineswegs scheut zu werten, keineswegs scheut hier Überzeugungen zu vertreten, für die er keine empirischen Belege anbietet. Für ihn ist es so offensichtlich, dass es einen bevormundenden Wohlfahrtsstaat gibt und einen freiheitsermöglichenden Markt. Holzschnittartig wird dies kontrastiert. Und ab den 80er Jahren setzt sich ja auch diese holzschnittartige Weltsicht durch. Und es dominiert eine Furcht vor einem interventionswütigen Staat, der sich in Belange einmischt, die nicht die seinen sind. In der Verfassung der Freiheit 1971 verfasst, schrieb Hayek: Es ist eine der großen Tragödien unserer Zeit, dass die Massen glauben, ihren hohen Standard materieller Wohlfahrt dadurch erreicht zu haben, dass sie die Reichen heruntergezogen haben. Ja? Also Sie haben auch hier keinerlei Angst vor Wertungen. Also weit und auch keinerlei Angst vor Sachen, die man als ideologisch verstehen könnte, wie er etwa weiterschreibt. Zu Reichtum, die gröberen Genüsse, denen sich die Neureichen oft hingeben, ziehen jene, die Reichtum ererbt haben, gewöhnlich nicht an. Ja? Also seine Vorstellung ist die, er schreibt, der vermögende unabhängige Mann, und der vermögende unabhängige Mann, der kann sich den schönen Künsten hingeben, der hat Muße, und aus dieser Befassung mit all dem ohne materiellen Sorgen entsteht für die Gesellschaft möglicherweise etwas Sinnvolles. Diese Binnendifferenzierung zu den guten Reichen und den schlechten Reichen findet sich immer wieder, die wird durchgezogen. Also die, mit der ist er, will sie nur aufmerksam machen, wenn sie ein meritokratisches Gerechtigkeitsprinzip haben, dann können sie an und für sich nicht die Neureichen besonders kritisieren, ob ihres schlechten ästhetischen Geschmacks oder so, ja? Sondern das wären dann die, nicht das alte Geld, sondern das wäre dann die, die noch am ehesten hinkommen bei Leistungsgerechtigkeit. Dass sie nicht hinkommen, will ich dann unbedingt noch sagen. Aber für Hayek ist es klar, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, kein Thema, Reichtum, was durchaus wichtig ist, durchaus positiv zu sehen. Zweiter Nationalökonom, bedeutender Nationalökonom, Kurt Rothschild. Kurt Rothschild kam über eine Empfehlung von Hayek ans Wirtschaftsforschungsinstitut. Ja. Das wird in linken Kreisen gern gefeiert. Man sagt dann, die alten Liberalen, die waren noch menschlich oder die waren menschlicher oder so. Halte ich für problematisch, weil es an und für sich hier nur um ein Elitennetzwerk geht, und manche von Ihnen kennen vielleicht auch den Brief von Mises an Ayn Rand, die den Roman, diese Ikone von Greenspan, von Paul Ryan und auch von Trump angeblich, die diesen Roman geschrieben hat, Atlas Shrugged, wo ein Reicher einfach nicht anerkannt wird, in Streik tritt mit anderen Industriellen und den Massen zeigt, wie sie an den Reichen hängen.
Und Ludwig von Mises hat dann einen Brief geschrieben an Ayn Rand und er gratuliert ihr für diesen Roman und er sagt, sie haben den Mut, den Massen zu sagen, was sich sonst niemand traut, ihnen zu sagen, dass sie minderwertig sind und dass sie es wenigen verdienen, die eben über ihnen ragen. Also eine klassische nietzscheanisch beeinflusste Weltsicht. Und ich denke, dass daher noch nicht etwas ablesbar ist, über irgendwas Psychologisches ablesbar ist. Auf jeden Fall, Rothschild hatte eine komplett andere Konzeption von Ökonomie. Seine sozialwissenschaftliche Vorstellung war Theorie nicht als Selbstzweck. Es geht nicht um Modelleleganz, neoklassische Modelleleganz, wo auch Robinson ja schon gesagt hat, Eleganz ist ein Kriterium für den Schneider, aber nicht für den Sozialwissenschaftler. Also für ihn war das klar, es geht um die gründliche Durchleuchtung unserer Umwelt und dass man es menschenwürdiger gestalten kann. In der Menschenwürde kann man sagen, ist das zentrale. Menschenwürde ist wiederum auf der Armutsseite eher das Thema. Bei Überreichtum, bei zu großem Reichtum wird die Menschenwürde vorab von Menschen verletzt und damit wäre es eigentlich ein Endpunkt. Das können sie bei der Mindestsicherung viel eher tun als bei Reichtum. Sein Verständnis war, dass die Wirtschaftsforschung weder durch Berufung auf ökonomische Kenntnisse die wirtschaftspolitische Debatte technokratisch einschränkt, also ökonomischer Imperialismus, Ökonomen, die sich an die Spitze setzen und so sagen, so und so geht das technokratisch, dagegen warnt er sich, noch nach missverstandenen Wertfreiheitsdogmen der jeweiligen Regierung oder der herrschenden Klasse das Rüstzeug für x-beliebige Ziele liefern. Ein verantwortungsbewusster Wirtschaftsforscher sollte unter möglichst reinlicher Trennung von Fakten und Wertungen ökonomisch relevante Beiträge liefern, welche die Beurteilung und Lösung der magischen Vielecke auf einer ständig umfassenden Basis möglich macht. Also rausgenommen werden die Wertungen, vor denen sich Hayek in keiner Weise geschreckt hat. Und übrig bleiben soll aber noch Relevanz. Relevanz als eine Art Substitut. Es ist schwer vorstellbar, wie diese Relevanz eigentlich vergleichbar gemacht werden soll unter Sozialwissenschaftlern. Ist aber diese Rothschild-Konzeption, diese positivistische, ist eigentlich jene, die in der Rezeption auch als großer Vorzug von Rothschild gezeigt wird. Jüngst schreibt Tichy, auch vom Wirtschaftsforschungsinstitut, bezüglich der Trennung von Ideologie und Wissenschaft sollten Rothschild und Steindl im besonderen Ausmaß Vorbilder sein. Beide hatten ausgeprägte persönliche Wertvorstellungen, die für die Wahl der von ihnen bearbeiteten Themen bestimmend waren. Dass es bei der Bearbeitung darum geht, unter möglichst reinlicher Trennung von Fakten und Wertungen ökonomisch relevante, wieder relevante Beiträge zu liefern, welche die Beurteilung und Lösung der jeweiligen Frage möglich macht. Und da meine ich auch, wer stellt also die Fragen, ist hier dann. Also der Positivismus, Schlussfolgerung aus Bemerkungen zu Rothschild, wird so eine Art Fluchtort von heterodoxen, von linken Sozialwissenschaftlern. Und das ist, glaube ich, etwas anderes als ein Vorzug. Da muss man natürlich viel eher achten auf den Möglichkeitshorizont und auf die Machtverhältnisse. Nur ein kurzer Einschub. Thomas Piketty, den ich jetzt als Dritten diskutieren will und dessen Forschung ja so statistisch geleitet ist und scheinbar den Normativen entkommen kann. Thomas Piketty hatte also den großen Triumph mit seinem Buch Kapital im 21. Jahrhundert. Er erlebte ständig Begründungsnotwendigkeiten, dass er kein Marxist ist. Bei jedweden Arbeitsmarktforscher in Österreich würde niemals eine Mitgliedschaft bei der ÖVP besprochen werden. Das ist natürlich, diese Bemerkung von mir ist allzu offensichtlich, dass sie Beachtung findet. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Flucht in den Positivismus aus Not entsteht und dass es eben nicht angeht, wenn in meiner Forschung etwa zur Vermögensverteilung und auch da kommt jetzt die erste psychologische Bemerkung und die will ich nicht über andere Forscher machen, sondern ich will in der Selbstreflexion praktisch aufmerksam machen auf etwas.
Wenn ich bei der Präsentation zu den Daten zur Vermögensverteilung in Österreich, Dezember kommen wir wieder mit Ergebnissen heraus, nur Daten referiere und ganz zurückhaltend bin, dann würde ich das niemals als Vorzug von mir empfinden, sondern da geht es um den Umgang mit Zensur, da geht es um Rücksichtnahmen hinsichtlich des eigenen Jobs, also um Opportunismus, da geht es um Anpassung, da geht es an und für sich darum, wie man mit einem unerwünschten Wissen umgeht, wenn man es trotzdem rausbringen will. Deswegen diese scharfe Trennung von Fakten und Wertungen halte ich für relativ überflüssig, weil sie in den Journals sowieso kontrolliert wird, ja? Und weil sie so einseitig ist, wie ich Ihnen an den Beispielen zu Hayek zeigen wollte. Diagnose, der erste Punkt, Diagnose wachsender Reichtum. Unlängst hat der frühere Präsident der FED, Volcker, ganz klar gesagt, wir leben in den USA in einer Plutokratie. So etwas so zu beginnen, würde ich richtig halten, weil auch wenn Sie eine Giraffe sehen und noch nie vorher eine gesehen haben, sie ist erkennbar. Die Reichen sind so weit weg und es ist so offensichtlich, dass die Demokratie zerstört wird, dass ich von diesem normativen Befund ausgehen würde, von dem man aber nicht ausgehen kann. Und Bernie Sanders hat vor 2 Tagen getwittert, dass die Walton-Familie von Walmart über ein Vermögen hat, das größer ist als das von den ärmsten 40% der Amerikaner. So kann man aber nicht ausgehen, sondern wir gehen jetzt anders davon aus. Und seit über 15 Jahren gehe ich in der Vermögensverteilungsforschung so aus, dass wir Daten bringen zu etwas, was diese Frage zu Reichtum nicht beantworten kann, weil wir dies in freiwilligen Umfragen machen. Ja? Und wir stoßen in diesem empirischen Zugang, der so entsprechen würde zu diesem normenfreien, ideologiefreien Zugang, sind wir vorab praktisch und das schreiben wir auch in jeder Publikation, nicht in der Lage, hier tatsächlich die Eigentumsverhältnisse in Österreich abzubilden. Mit einer Netto-Stichprobe von 3000 Personen ist dies unmöglich, mit einer unterschiedlichen Antwortverweigerung von Arm und Reich ist das unmöglich. Dieser Weg wird dann als Substitut verwendet. Ja? Dieser Weg wird gesagt, ja, jetzt gibt es die neuen Vermögensverteilungsdaten der Österreichischen Nationalbank und dann wird so getan, okay, denen fehlen oben so 1%, die wirklich Reichen fehlen halt, aber das sind halt die einzigen Daten, die es gibt. Ja? Und jetzt würde ich nicht sagen, super, dass wenigstens diese Daten gibt, sondern was ich Ihnen sagen will, man muss sich damit befassen, warum gab es vorher nie Daten. Ja? Die Nachkriegsgeschichte in Österreich war eine, und Sie hören es bei der Gedenkveranstaltung überall, das Gemeinsame über das Trennende stellen. Was ist das Gemeinsame in einer antagonistisch zerrissenen Gesellschaft zwischen armen Menschen und reichen Menschen? Man weicht aus auf das Thema der Einkommen. Vom Thema, vom Reichtumsthema Vermögen wich man aus auf das Einkommensthema und begann sich, also das Gemeinsame ist, der Kuchen wird größer, das BIP steigt, es lässt sich dadurch mehr verteilen und der Staat in dieser keynesianischen Konzeption, dem kommt dann eine gute umverteilende Wirkung über Sozialtransfers zu. Man blieb aber in der Wahrnehmung allein aufs Eigentum konzentriert und das ist vorab eine zu rechtfertigende Vorentscheidung. Schweden als Beispiel, Schweden sozialdemokratisch gefeiert mit einer riesigen Vermögensungleichheit, aber weil der Landbesitz an wenige Familien ging. Also die Nachkriegsgeschichte gekennzeichnet, Reichtum auszusparen als Thema. Wenn Verteilung kommt, kommt es spät und dann kommt die Antwort, der Staat, der sozialdemokratische Zugang wäre das, verteilt. Aber geschaut wird dabei auf Arbeitseinkommen, was eine Vorentscheidung ist, weil das Problematische die Kapitaleinkommen sind, geschaut wird auf unselbstständig Erwerbstätige, weil die Daten zu den selbstständigen Erwerbstätigen sind, schlecht sind. Jetzt kann man nicht sagen, diese Datenproblematik, und das will ich eben sagen, ist eine politisch gewollte, weil sie entsteht nicht daraus, dass die Leute das nicht wissen, dass Einkommen und Vermögen keine Synonyme sind.
sondern man gibt sich zufrieden damit, dass man keine Daten hat zu den Privatstiftungen, dass man keine Daten, keine gelungene Kooperation mit dem Finanzministerium hat. Und man gibt sich mit dem zufrieden und tut so, als ob. Aus so einer Als-ob-Diskussion, die sozusagen diesen rein statistischen Anspruch hat, gibt es keine Überleitung, aber zu einer Gerechtigkeitsdiskussion. In Österreich hat es eine Vermögenssteuer über 40 Jahre gegeben, die war im Ausmaß von 1%, Freibeträge und Ausnahmen, und brachte immer unter 2% des gesamten Steueraufkommens ein, war marginal. Das heißt, es gibt doch keinerlei Problembewusstsein, keine Konzeption einer progressiven Besteuerung, kein Rekurrieren auf Leistung. In der Reflexion jetzt, nach der Diagnose, möchte ich wieder mit Hayek beginnen, auf dieser Reflexionsebene zu Reichtum. Hayek schreibt im Kapitel 6 zu Gleichheit, Wert und Verdienst: Man wird sich zu einer Gemeinschaft hingezogen fühlen, in der es keine extremen Gegensätze zwischen Arm und Reich gibt, und es begrüßen, dass die allgemeine Zunahme des Wohlstands diese Unterschiede auszugleichen scheint. Passt nicht ganz zu den Zitaten vorher, wieso man sich dann zu einer eher egalitären Gesellschaft hinzuordnet. Und ich will aber nicht über Menschen urteilen, wo die sich hingezogen fühlen, das können Sozialwissenschaftler an und für sich erforschen. Es gibt empirische Gerechtigkeitsforschung dazu. Ich will vom Therapeutischen, was mir auffällt, und das will ich Ihnen sagen, ist, dass man den Forschern selbst unterschiedliche Gefühle zuordnet. Ja? Armutsforscher sind oft jene mit den Schuldgefühlen. Ja? Die kommen aus der Mittelschicht oder aus der Oberschicht und haben Schuldgefühle und wählen daher das Thema Armut. Das war vorher kein gutes Beispiel, aber ich habe mich jetzt auf die Gegenwart, das trifft nicht für früher zu, sondern für aktuelle Beispiele. Bei den Reichtumsforschern würde man viel eher Neidgefühle zuschreiben. Ja? Man würde sagen, ja, der befasst sich mit dem Thema, weil er neidisch ist, Hass erfüllt vielleicht oder zornig. Ja? Das heißt, diesen Forschern werden bestimmte Sachen einfach zugeschrieben. In einer Festschrift für Rothschild von 1979 schrieb dessen Assistent, mein jetziger Chef in der Nationalbank, Ewald Nowotny: In allen Fällen, wo Macht- und Interessensfaktoren berührt werden, kommt, also in sozialwissenschaftlicher Forschung, wo es um Macht und Interesse geht, kommt ein Phänomen hinzu, durch das sich empirische Arbeiten grundlegend von dem im naturwissenschaftlichen Bereich unterscheiden. Es ist das Problem der Geheimhaltung, zum Teil auch der bewussten Irreführung. Nicht so sehr in Bezug auf Forschungsergebnisse, sondern vor allem in Bezug auf die empirische Basis der Forschung. Dies bedeutet, dass empirische Arbeiten in vielen wichtigen Bereichen, die an sich der Forschung zugänglich wären, wie etwa viele Fragen der Einkommensverteilung, der Marktmacht, praktisch nicht durchführbar sind, beziehungsweise mit sehr schwierigen und riskanten Recherchen verbunden wären. Eine Einschränkung, deren große Bedeutung für die Entwicklung der nationalökonomischen Forschung bis jetzt meines Erachtens viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Für den Wissenschaftler, und jetzt kommt es in der Reflexion, was man für Forschung macht, für den Wissenschaftler ergibt sich damit die Situation, dass empirisch-institutionelle Arbeiten nicht nur prestigemäßig gegenüber der theoretischen Forschung abfällt, sondern auch wesentlich aufwendiger und in jeder Hinsicht risikoreicher sein kann. Was ist bei risikoreich gemeint? Bei aller Reserviertheit gegenüber dem klassischen Modell des Homo economicus scheint es für die Spezies der Nationalökonomen doch einen nicht unplausiblen Ansatz zu bieten, um die Strategie abzuleiten, die in der geschilderten Konstellation einen Nutzen in der Form von Einkommen und Prestige maximierender Forscher einschlagen wird. Also das ist sehr klar, diese Forschung zerstört Karriere, und deswegen der Punkt von Professor Fleck zuvor. Ist wichtig bei Reichtumsforschung, ist auch meines Erachtens, dass es Leuten um Gesellschaftsveränderung geht, weil sonst ist dies ein Bereich, der natürlich nicht gern gesehen wird. Und wenn er nicht gern gesehen wird, dann haben Industrielle die Möglichkeit, eine
öffentliche Debatte zu Reichtumskonzentration zu beeinflussen, indem sie eine Fabrik eröffnen, also scheinbar eine manuelle orientierte Tätigkeit, eine unabhängige Denkfabrik, die Agenda Austria. Und diese Denkarbeiter aus Wien können dann das so umgehen, dass sie als unabhängig verstanden werden. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, dem zu entgehen, indem sie wieder den Staat dämonisieren und eine Förderung über Millionäre als durchaus konform mit unabhängigen Wissenschaftszugängen verstehen. Ich komme fast schon zum Ende. Ja, was ich wesentlich, Diagnose geht statistisch nicht allein. In der Reflexion ist es klar, dass unter den Machtverhältnissen notwendig ist, dass jemand etwas verändern will, dass jemand einen gesellschaftskritischen Zugang hat. Und komm wieder zu Hayek. Und Hayek ist das aufgefallen, und dass es um Utopien geht. Und er sagt, the main lesson which the true liberal must learn from the success of the socialist, that it was their courage to be utopian, which gained them the support of the intellectuals and therefore an influence on public opinion. Also es geht um diese Utopie. Was gibt es in dem Reichtumsbereich für Utopien? Auf der einen Seite gibt es diese Utopie der Eigentümergesellschaft. Diese Eigentümergesellschaft, die könnte ideell die noch nicht Eigentümer, die kleinen Immobilieneigentümer und die großen Unternehmer verbinden über geteilte Wertvorstellungen. Was gibt es auf der anderen Seite für Vorstellungen, für Utopien? Keine eigentlich mehr. Das Eigentumsthema ist immer noch tabuisiert. Wo bleibt jetzt angesichts dieses Befundes von mir die soziale Gerechtigkeit? Die soziale Gerechtigkeit, über die sich ja Karl Marx und Rosa Luxemburg lustig gemacht haben, weil da die Vorentscheidung schon ist, ich schaue nicht auf die Produktion, sondern auf die Distribution. Und bei dieser sozialen Gerechtigkeit, wo man zuvor, also im Singular, wie gesagt wurde, wobei eben auch im Singular noch eine weitere Einengung, glaube ich, erfahren ist, dass man zumeist auf Einkommensgerechtigkeit geschaut hat und nicht auf Vermögensgerechtigkeit, womit man schon wieder in einem Arbeitsfeld ist, wo ich mit einem meritokratischen Begriff, mit Leistung etwas noch anfangen kann, was aber bei Vermögen nicht der Fall ist. Und mir scheint, dass die Idee des Maximumvermögens, die in den 30er Jahren in den USA vom demokratischen Präsidentschaftskandidaten damals Hulong vertreten wurde, hier wesentlich wäre. In der öffentlichen Diskussion ist diese Idee des Maximumvermögens noch nicht angekommen. Da ich glaube, dass ich schon zu lange spreche, will ich nur noch drei Schlussüberlegungen sagen. Die soziale Gerechtigkeit, also in Form von Leistungsgerechtigkeit, in Form von Chancengleichheit, kollabiert bei der Betrachtung der Ergebnisse zur Vermögensverteilung. Doch dieses Geschäft, das klassische Geschäft datengeleiteter Aufklärung, hat sicherlich eine Funktion, sie kann, aber zumeist ist es eher doch eine Bekehrung bereits Bekehrter, mit den üblichen Empfehlungen einer Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung, wo man aus einer gewissen Sentimentalität sofort sagt, soll klein sein, ich habe Ihnen gesagt, 1% war das, wenn Sie 5% Ertrag haben, da gibt es keine Substanzbesteuerung, dann geht die Kluft weiter auseinander. Also bei der Aufklärung, bei datengeleiteten Aufklärung kann man vielleicht sagen, wenn behauptet wird, über Immobilieneigentum könnte man gegen Altersarmut vorgehen, dann helfen solche Daten, wie sie die Österreichische Nationalbank zur Verfügung stellt. Sie helfen aber nichts bei dem Reichtumsthema und damit bleibt 100 Jahre Sozialwissenschaften, bleibt meines Erachtens die Befassung mit dem Thema des Überreichtums immer noch ausstehend. Das Reichtumsthema selbst ohne wissenschaftliche Definition halte ich für schwierig, weil es nach allen Seiten dann ausfranst. Aber das Thema eines negativen Reichtums, negativ, weil er Demokratie und sozialen Zusammenhalt zerstört, dass man zu diesem Reichtum arbeiten muss, ist ein ausstehendes Thema. Was, um doch noch diese Frage des wachsenden Reichtums zu beantworten, auch wenn es datengeleitet nicht zeigbar ist,
denke, man kann es natürlich behaupten, weil hier die Verschiebung zu den Vermögenseinkommen passiert ist und da die Vermögenseinkommen nicht gleich verteilt sind, sondern bei denjenigen mit Aktien und Anleihen konzentriert sind, gibt es hier seit den 80er Jahren sicherlich einen wachsenden Reichtum bei wenigen. Danke. Vielen Dank für diese zwei spannende Vorträge. Lassen Sie mich gleich die Diskussion eröffnen. Milos. Also wir können dich gut hören ohne, aber für die Aufzeichnung braucht er ein Mikro. Sonst geht's. Vielen Dank, Herr Schürz, Herr Fleck. Wir haben gestern Michel Lamont gehört, deren Fokus empirisch und auch vergleichend war. Und die blinden Flecken fand ich besonders eindrucksvoll bei Ihnen. Und ich wollte Sie deswegen fragen, gibt es international vergleichende Studien, wo der blinde Fleck gewissermaßen weniger stark ausgeprägt ist unter bestimmten Bedingungen für Forschung und Gesellschaft, wo es also politische und wissenschaftliche Tabus nicht in dieser Weise gibt oder wo die Zahlen vorhanden sind, dass diese Tabus nicht in dieser Weise erzeugt werden können und die sozialen Diskrepanzen adressiert werden können. Direkt. Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert. Piketty kann sich beziehen auf lange Zeitreihen, kann sich auf administrative Daten beziehen, was der wesentliche Unterschied ist zu Erhebungsdaten, zu Surveydaten, besser administrative Daten verwenden. Das heißt, wenn die Politik die Entscheidung trifft, eine Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer abzuschaffen, hat sie damit auch gleichzeitig die Datenkenntnis reduziert und maßgeblich reduziert. Deswegen französische Revolution, Erbschaftssteuerregister übers gesamte 19. Jahrhundert vorhanden, hat also auch in Datenhinsicht extrem viel gebracht. Und diesen Schatz geborgen zu haben, ist sicher Pikettys Verdienst und erlaubt dann die wesentlichen Reichtumsanalysen, weil das nicht besonders wichtig ist, dieser Jahreshorizont. Ja? Neue Reichenliste haben Sie jetzt mit Börsekursen, die so gehen, haben Sie jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist keine wesentliche Frage, sondern Vermögenskonzentration ist ein Thema über Jahrhunderte und müsste so historisierend untersucht werden. Wenn die Daten das nicht erlauben, muss man, und das war mein Punkt, bei den eigenen Daten, bei den eigenen Erhebungsdaten immer dazu sagen, dass die das in Wirklichkeit nicht hergeben. Also man darf nicht nur, weil es eigene Daten sind, groß zum Plaudern anfangen und erzählen über Reichtum. So, das war. Ulrike. Ja, ich habe eine Frage für Christian Fleck. Ich fand deine letzten Ausführungen sehr interessant, den Punkt, den du gemacht hast zur Reichhaltigkeit der Rollensets. Das ist natürlich eine interessante Frage für die Sozialwissenschaften insgesamt und vielleicht würde mich deine Reflexion natürlich interessieren, weil zu dem Zeitpunkt, dass diese Studie gemacht hat, sind ja die Sozialwissenschaften in keinster Weise institutionell in der verankert und damit sind auch gar keine Karriereverläufe in diesem klassischen Sinne denkbar. Was heißt das jetzt sozusagen für die Wissensgenerierung dann insgesamt? Also was hat dann Instabilität mit Rollenverständnis und anderen Dingen zu tun? Weil das würde ja die Frage aufwerfen, und das meine ich jetzt wirklich zynisch, dass die Art von Prekarisierung, die wir derzeit erleben, den Leuten erlaubt, viele verschiedene Rollenverständnisse zu haben und daher ihre Sozialwissenschaften anders betreiben lässt, weil sie ja auch verschiedene Lebensentwürfe nebeneinander führen, zum Teil, wenn ich das einfach so beobachte aus Gesprächen, und nicht unbedingt einen Lebenslauf nach dem, also einen Abschnitt nach dem anderen anreihen.
Also mich interessiert so ein bisschen die epistemische Ebene da drinnen. Also ich sehe, was das hier getan hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber die Frage ist halt, was lernen wir daraus über die Erkenntnisproduktion insgesamt? Das würde mich jetzt einfach... Ja, das ist ein großes Thema. Ich meine, ich kann dazu nicht mehr als Meinungen äußern. Ich hab keine Daten, auf die ich mich stützen kann. Aber es scheint mir ziemlich klar zu sein, dass in den Sozialwissenschaften, und wahrscheinlich ist die Klasse, also die Nationalökonomie, das beste Beispiel dafür, wenn man alle seine Fragestellungen nur in akademischen Seminarräumen entwickelt, dann werden die irgendwann mal ziemlich dürftig. Nämlich von Mal zu Mal dürftiger. Und das gilt wohl für die anderen Sozialwissenschaften auch. Also die sozialpsychologische Experimentalforschung ist nicht rasend originell, um vorsichtig zu formulieren, weil sie sozusagen aus ihrem Setting nicht hinauskommen und nur an dem Setting ein bisschen was verändern können. Das würde heißen, dass man Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler systematisch hinausjagen müsste, um sie irgendwie auf Dinge zu bringen, die sie dann verarbeiten könnten. Was nun diese Prekariatsseite anlangt, ich meine, es kommt darauf an, wie spannend die Tätigkeiten sind, die man macht. Also natürlich Pizza ausführen ist nicht nur für angehende Bundeskanzler nicht hilfreich, sondern auch für Studierende nicht besonders erweiterungs. Ja, aber die Erfahrung sozialer Unsicherheit, würde ich beispielsweise meinen, ist vielleicht doch ganz gut verglichen mit der Generation Hayek, ja, die subjektiv enorm sicher war, sich nie vor die Frage stellen musste, wie es weitergeht, ja? Trotz der Verarmung auch dieses Teils des Bürgertums. So sind wahrscheinlich die, also ich würde jetzt so weit gehen und behaupten, dass die Verallgemeinerung der Erfahrung von Arbeitslosigkeit in Karriereverläufen etwas Gutes ist, moralisch gesehen. Weil damit Erfahrungen zugänglich werden für jene, die sonst diese Erfahrung bestenfalls aus Romanen oder guter Sozialforschung gewinnen können. Und erste Handerfahrung ist allerweil besser als zweite Handerfahrung. Aber das ist jetzt schon ein bisschen riskant. Aber ich habe kein Problem dabei. Weil es ja so gut passt gerade, riskant, nahe am Zynismus, wollte ich nachfragen in der Verbindung der beiden Vorträge, super gefunden, Martin Schürz war großartig und da ist mir der Gedanke gekommen, Christian, du hast da mal eine Bemerkung gemacht, die man sehr leicht missverstehen kann, glaube ich, und auch als zynisch verstehen kann, wie du gesagt hast, dass, ich glaube, du hast auf American Soldier verwiesen, die Unterschiede mit den sozialen Näheren die Leute mehr stört, das kennen wir aus verschiedensten Untersuchungen und dass das eine Prozent sozusagen niemanden oder wie viel die haben, niemanden aufregt. Aber was schließen wir daraus? Hast du gemeint, dass es, weil die Leute es selbst nicht problematisieren, auch für die Sozialwissenschaften nicht notwendig, nicht sinnvoll ist, sich um diese Abstände zu kümmern? Das schien mir etwas eigenartig, gerade in einer aktuellen Situation, wo versucht wird, das Bedarfsprinzip aus Verteilungsdiskussionen rauszubringen und ein übersteigertes Leistungsprinzip verbunden mit völkischen Konzeptionen durchzusetzen. Also ich habe das nicht... Ich weiß, manchmal kommen meine Bemerkungen so rüber, als wären sie die eines Zynikers. Nein, ich meine das nicht zynisch. Ich meine, man,
sollte die Dimension der sozialen Wahrnehmung in der gewöhnlichen Bevölkerung systematisch mitberücksichtigen. Und wenn es so ist, dass die überwiegende Mehrheit nicht nur der österreichischen, wahrscheinlich aller entwickelten Gesellschaften an den Superreichen nicht Anstoß nimmt, weil sie von ihnen so weit entfernt sind, dass uns ja auch diese jährlichen Steigerungen, was sagt uns denn das? Es sagt uns gar nichts. Und weil es uns nichts sagt, können wir damit auch nichts anfangen. Aber soziale Unterscheidungen und soziale Positionierungen erfolgen dennoch im Vergleich mit anderen. Und in dem Punkt scheint mir schon der vorhin erwähnte Umstand interessant zu sein, dass wir heute sozusagen weit hinauf in die Mittelschicht Verunsicherungserfahrungen aus erster Hand haben. Und das haben wir aber noch nicht sehr gut theoretisiert, weil die Prekariatsdebatte ist eine ziemlich randständige Debatte, die auch eher im Lebenslauf gesehen wird als vorübergehend und nur in manchen Gesellschaften sozusagen als stabile Prekariate. Also jetzt im Sinn spekulativer Anregung, ich würde meinen, dass ein Teil des Zulaufs dieser jetzt sogenannten populistischen Parteien auch auf diese Verunsicherungserfahrungen zurückgeht, die man schon fassen kann theoretisch, aber die empirisch noch nicht hinreichend erfasst sind. Was meine ich damit? Ich glaube, dass das die Vorstellung, dass man, dass einem Leid und Unrecht zugefügt wurde, das man aber nicht thematisieren kann, ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass so etwas wie Groll entsteht. Und dieser Groll, verbunden mit einer Ohnmachtswahrnehmung, die auch weit verbreitet ist, führt dann zu Ventilhandlungen. Und Ventilhandlungen sind Stimmabgaben für jene, die es den anderen mal heimzahlen. Und diese wirklich jetzt sehr rudimentäre Skizze einer Erklärung scheint mir ausbaufähig zu sein. Und ich glaube nicht, dass daran irgendwas zynisch ist. Martin, gleich dazu. Ja, mir hat es sehr gefallen, was Sie gesagt haben bezüglich der Notwendigkeit einer Vielfalt von Erfahrungen, damit die Themenzugänge passen. Aber bei Reichtum ist uns das zumeist vorab verschlossen, ja? Also weil man eben selbst keine Reichtumserfahrungen machen kann. Ja. Für mich selbst, wenn ich mal denke, also ich, für mich, für mein, dass ich in diese Forschung gehe, hat sicher was damit zu tun, dass ich als Schüler jahrelang die Arbeiterzeitung ausgetragen habe und bei Spanienkämpfern fürs Abo kassiert habe. Ja? Also mir leuchtet es unmittelbar ein, dass diese sozialen Erfahrungen viel wichtiger waren als bestimmte Studien, die ich gelernt habe oder Methoden. Aber bezüglich Reichtum ist es, glaube ich, muss man in der Reflexion erkennen, ist das was wahnsinnig Schwieriges. Weil was passiert dann? Es gibt Reichtumsforscher, die sind auf dieselben Elite-Institutionen gegangen. Sherman zum Beispiel, Soziologin, hat jetzt über sehr reiche New Yorker ein sehr schönes Buch geschrieben. Und sie weist in der Reflexion auch aus, was ihr passiert ist. Also sie bespricht mit ihren Bekannten von der Ausbildung her deren Erfahrungen. Und das ist so eine Art Einblick. Es ist nicht die Marienthal-Studie auf die Reichen angewandt, aber es gibt Einblicke in deren Lebensverhältnisse, die sehr interessant werden und deren Probleme, dass die etwas der Kleidung des Prada rausnehmen, um es dann an ihre Bediensteten zu verschenken, damit die nicht wissen, wie teuer das war. Und man denkt sich, okay, Scham spielt auch dort interessanterweise eine große Rolle, wo man es normalerweise als soziale Scham ja nur unten verorten kann. Aber sie schreibt, sie empfindet Schuldgefühle angesichts ihres Buchs. Gegenüber wem? Gegenüber den Reichen. Und da ist sozusagen wieder eine Bevorzugung da, ja. Wenn Mindestsicherungsbezieher, psychisch kranke Kinder untersucht werden, werden da irgendwelche Schuldgefühle von den Forschern? Da wird durchleuchtet, da wird geschaut. Und es gibt in Wien an der privaten Sigmund-Freud-Universität einen Lehrstuhl für Vermögenskultur. Und da weiß man, wo man zu Hause ist. Ja, das ist eben die
sind nicht die Reichen, eben nicht diese proletenhaften Neureichen, sondern es sind Vermögende, auch im immateriellen Sinn, die gemeint sind. Das heißt, die bekommen dort sehr schnell einen Touch ins Affirmative, glaube ich. Alles. Ich wollte anschließen, wo der Christian Fleck aufgehört hat. Wo stehen die, also unser Thema heißt Sozialwissenschaften als Gesellschaftsgestaltung. Und die Frage ist sozusagen, wo stehen Sozialwissenschaften, in welcher subjektiven Situation befinden sie sich? Also natürlich von mir selbst aus, aber viele andere auch, die sich damit beschäftigen, sind zumindest in einem gewissen Biotop drinnen, sage ich jetzt einmal, und unser Biotop wird, glaube ich, oder unsere gesamte Gesellschaft wird zunehmend strukturierter, driftet generell nicht nur einkommensvermögensmäßig, sondern in jeder Hinsicht mehr auseinander. Und wir selbst haben sozusagen ganz wenig Einsicht in gewisse oder in sozusagen in diese alle Gebiete. Ja? Der Martin sagt, Einblick in die reiche Gesellschaft ist etwas, was wir natürlich überhaupt nicht haben. Ja? Aber wir haben genauso wenig Einblick in die arme Gesellschaft. Ja? Sondern wir befinden uns in unserem, wo auch immer, mittleren Biotop. Und so wie Sie gesagt haben, die Studie von den Arbeitslosen von Mariental, die war insofern etwas ganz Außerordentliches, weil diese drei Forscherinnen sozusagen total verhaftet, bodenständig in dieser Gesellschaft drinnen gewesen sind und weil es dort sozusagen eine gute Struktur gegeben hat, in der man irgendwie forschen hat können. Ich für mich stelle mir die Frage sozusagen, was hat die Sozialwissenschaft für ihre Perspektiven hinsichtlich Gesellschaftsgestaltung, wenn wir so extrem eingeschränkte Blicke haben. Und ich glaube natürlich von all den Überlegungen, die damit verbunden sind, wenn man sozusagen sich der Reichtumsforschung wirklich widmet oder sagen wir der Reichtumsforschung so widmet, dass man möglicherweise die bestehenden Besitz- und Eigentumsverhältnisse in Frage stellt, was man letztendlich meiner Meinung nach tun wird müssen, ob man sich das in Österreich oder global anschaut, solange man sozusagen diese Fragestellungen nicht offensiver in die Diskussion reinbringt und somit sich selbst gefährdet oder seinen Entwicklungsweg gefährdet, glaube ich, werden wir nicht wirklich auf den Sukkus der heutigen Problemlage zu sprechen kommen und auch entsprechende Veränderungen machen können. Ja, hab ich keinen Einwand dagegen. Ich würde nur gern ein bisschen näher an uns selbst heranbringen. Also, die meisten da gehören zum Milieu der Universitätslehrer, nehme ich an. Und als solches bilden wir Studierende aus. Und diese Studierenden, die wir ausbilden, zeichnen sich dadurch aus, dass eine enorm hohe Anzahl von ihnen Studienabbrecher ist. 50%. Und die sind uns ziemlich wurscht, nehme ich mal an. Wir wissen nichts über sie in systematischer Weise. Die amtlichen Daten geben dazu nichts her, weil sie ja, zum Teil nicht zugänglich sind, schwierig zu handhaben sind. Und man kann ziemlich sicher sein, dass die soziale Zusammensetzung der Studienabbrecher eine andere ist als die der Studienanfänger. Also, dass diejenigen, die das Studium abbrechen müssen, die nicht zu den Privilegierteren unter den Studierenden gehören, wenn man auf die großen Zahlen schaut. Im Einzelfall gibt es Ausnahmen. Ja? Es gibt die Daten, aber sie sind extrem unterausgewertet und sie sind uns nicht bewusst. Ja, aber wenn wir jetzt uns sozusagen fragen würden jeweils, wir wissen es nicht im Detail. Ja? Wir können uns nur vorstellen, dass es so ist. Aber die Frage ist, was sind denn die Folgen für diejenigen, die in Österreich den Studienabbruch erleben? Und ich bin mir da einigermaßen sicher, das sind subjektive Zuschreibungen des Scheiterns. Und nicht
das große Glück, dass man endlich aus der Kindergartenwelt entlassen ist und in die reale Welt hinaustreten darf. Und das hat aber auch Folgen. Und ob da nicht auch so etwas wie sozialer Groll dann in der gebildeteren Schicht auftreten kann, das zum Beispiel wissen wir nicht. Ich würde gerne direkt was dazu sagen. Ich glaube, dass es ein bisschen differenzierter ist. Und mir ist das selbst auch bewusst geworden, weil ich jetzt einfach merke, dass die Studierenden tatsächlich deutlich jünger sind als ich. Und ich jetzt auch einen Bewerbungsprozess habe für eine Administrationsstelle, viele Bewerbungen bekomme und mir Gedanken mache, wer sind diese Leute, wie alt sind sie, was haben sie für Interessen, warum möchten sie diese Arbeit machen. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass diejenigen, die jetzt ihr Studium beginnen oder am Anfang sind oder vielleicht auch abbrechen, in einem ganz anderen Setting aufwachsen als ich oder als meine Kolleginnen und Kollegen hier, nämlich mit einem permanenten Krisendiskurs und mit anderen, völlig anderen Erwartungen auch an das Leben. Und dass das Studium vielleicht nicht mehr gesehen wird als das, was ultimativ notwendig ist, um ein erfülltes Leben zu haben. Und ich glaube nicht, dass, ich denke, dass es einfach differenzierter gesehen werden muss. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, was ist mit der Institution der Universität? Ja, also wie ist diese ausgestaltet, wie ist der akademische Apparat ausgestaltet, wie entstehen Zwänge, die dazu führen, dass bestimmte Personen als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler ausgebildet werden und dann auch andere ausbilden. Ja? Und diese institutionellen Aspekte spielen, denke ich, auch eine Rolle. Also wie wählt man ein Postdoc aus oder eine Tenure-Track-Stelle? Welche Personen sieht man da als geeignet an und was bedeutet das dann auch für die Weiterentwicklung der Wissenschaft? Ja, ich habe einen dritten Punkt, aber der ist mir gerade entfallen. Aber wenn er mir wieder einfällt, melde ich mich. Ja. Also, wenn man es gerne in Schlagworten hätte, dann könnten wir uns auch den Kopf darüber zerbrechen, dass wir in einer Gesellschaft von Scheiternden leben. Und dass diese Dimension des individuellen Scheiterns angesichts bestimmter Erwartungen, die man hat oder die geschürt werden oder die einem vermittelt werden, eine Dimension des sozialen Zusammenlebens ist, die deutlich unterberücksichtigt ist. Es als Resonanz zu fassen, kommt mir unterkomplex vor. Aber sonst würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube, ich denke. Ja, klar, ich gebe ja nur kurze Statements ab. Die sind pointiert und sind daher nicht differenziert. Okay. Wenn ich mir eine letzte Bemerkung, Frage erlauben darf, also bevor wir in die Kaffeepause gehen. Zwei schnelle Punkte zu diesem Argument, den Sie gemacht haben über Evaluationskriterien und deren Verengung auf ein ganz bestimmtes akademische, karriertechnische Rollenverständnis. Mir fällt es auf, weil ich zwischen zwei akademischen Welten lebe, in Indien und in Europa. In Indien sieht es ganz anders aus, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil zum Beispiel von Publikationen her, als Soziologin oder Politologin veröffentlicht man nicht nur in Fachzeitschriften, weil dieser Peer-Review-Zwang ein anderer ist, weil der Grant-Application-Zwang ein anderer ist, weil man sich viel mehr auch noch als jemand sieht, der eine Rolle außerhalb der Universität als ein Public Intellectual hat. Und das heißt, man schreibt viel, viel mehr in Zeitungen, man ist viel mehr in der Öffentlichkeit als hier. Und interessanterweise, die interessanteste sozialwissenschaftliche Fachzeitschrift bei uns heißt Economic and Political Weekly. Es ist eine Wochenzeitschrift, in der alle Soziologen, Genderforscher, Politikwissenschaftler und Ökonomen gemeinsam publizieren. Und die wird von breiten Teilen der oberen Mittelschicht, ja, also ein Bildungsbürgertum gelesen, ja, aber nichtsdestotrotz, die ist nicht fachspezifisch. Und ich glaube, das bildet eine andere Öffentlichkeit ab und eine andere Verzahnung zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit. Das ist der eine Punkt. Das andere, was mir auffällt, ist, die Verengung von Karrieren hat etwas damit zu tun, und deshalb fand ich Ihre Marienthal-Einbettung in deren Lebensverhältnissen so interessant. Ob das nur der Prekarisierung verschuldet war, weiß ich nicht. Also in Indien zum Beispiel ist es überhaupt kein Problem, wenn gleichzeitig man innerhalb einer universitären oder Forschungsinstitut tätig ist und sehr viel mit NGOs und sozialen Bewegungen zusammenarbeitet. Und hier fand ich, als ich nach Deutschland kam, war das ein Schreckensbild, weil das ist gleich dann, man ist normativ und nicht wissenschaftlich, man ist ideologisch und nicht nur auf Fakten bezogen, sobald man einen Fuß außerhalb sozusagen in einen nicht wissenschaftlichen Bereich hat, wo auch Wissen produziert wird. Und das wäre das Interessante sozusagen im Vergleich dazu, wie viel Wissen in Ländern wie Indien außerhalb der Universitäten produziert wird und was für gesellschaftlichen Stellenwert das hat. Und das Dritte, was mir auffiel zu Gesellschaftsgestaltung, und das ist, finde ich, bei der Marienthal-Studie dann interessant, da ging es nicht um Produktion von Expertenwissen, das für Politikberatung notwendig ist. Also Sie haben von einer sozialistischen Utopie gesprochen, aber diese Utopie ist in der Arbeiterbewegung sozusagen eingebettet. Wogegen heute so vieles, was wissenschaftliche Erkenntnisse sind, wenn man die in Gesellschaftsgestaltung sozusagen einspeisen wird, führt der Weg über Thinktanks und Politikberatung und Policy Papers. Und ich finde, da hat sich etwas verschoben. Und ich glaube, dieses Verhältnis fand ich sehr interessant in den beiden Vorträgen, darüber nachzudenken, warum die Ökonomen in einer bestimmten Weise Policy-Nähe haben und trotzdem bestimmte Bereiche nicht beeinflussen können. Und wie sozusagen diese Schleife von der Wissensproduktion über Öffentlichkeit in die Politikberatung und zurück, also reflexiv auf die Wissenschaft auswirkt. Ich glaube, ich gebe euch beide natürlich die Gelegenheit, etwas zu sagen. Ich bin mir bewusst, wir sind über die Zeit, aber also mir war das schon ein Anliegen, zu gucken, ob wir über diese Fragen in eine allgemeinere Diskussion auch kommen können. Und ich bedanke mich sehr herzlich für diese wunderbaren Vorträge. Ja, ich finde das großartig. Aber das bei uns dominante Modell ist ein anderes. Das dominante Modell ist die Engführung und ich bin sonst kein Gegner des Peer Review, aber es gibt Anwendungen des Peer Review, die am Ende den reinen Konformismus hervorrufen. Dann steht in dem Paper nur mehr das drinnen, was alle anderen auch zustimmend zur Kenntnis nehmen. Dann frage ich mich, wozu steht es dann dort noch drinnen? Aber es ist etwas, was wir sind Teilnehmer dieses Prozesses, wo wir uns selber auch diese Zwänge auferlegt haben und zu wenig Widerstand geleistet haben über bestimmte Entwicklungen. Also das ist mir wichtig sozusagen als auch Selbstkritik der Wissenschaft hier zu äußern. Warte, letztes Wort vor Kamera. Ich glaube, ja, das ist was wahnsinnig Wichtiges und wahnsinnig Schwieriges, wie es in der Ökonomie gemacht wird, wenn jemand Gesellschaftskritisches von sich geben will. Da hat in einem Interview, das ich mit Rothschild führen konnte, hat er das ganz klar in seiner bezeichnenden Weise gesagt, man muss seinen Weg ins Feld irgendwie hineinlügen, hat er gesagt. Man muss halt das Zeug machen eine Zeit lang, ja. Und das wird von vielen vertreten. Das wurde vertreten von Stiglitz oder so. Man muss zuerst einmal diese Art von Modellwelt beherrschen. Man muss gute Mathematikkenntnisse haben. Bei Piketty, viele Anerkennung, die er bekommt, bekommt er nicht für dieses statistische Mammutwerk, sondern dass man immer, er gesagt, er war in den Top-Journals. Das ist natürlich extrem schief, dass man die Reputation aus einem bestimmten Feld importiert für eine Sprecherrolle in einem ganz anderen Feld. Passiert aber bei Ökonomen dauernd, wenn sie Kolumnen haben wie Krugman und so. Und das ist etwas extrem Problematisches, dass man das so unwiderfragt hinnimmt. Dass man einfach sagt, ja, zuerst rechne einmal gut und sag, dass du Naturwissenschaftler eigentlich bist oder fast ein Physiker, Atomphysiker und nachher darfst du als Ökonom zu soziologischen Sachen sprechen. Das ist ein Modell, das ist extrem problematisch. Und das Zweite, was ich noch anmerken wollte, diese Woche beim Wissenschaftlichen Beirat der Armutskonferenz gewesen,
Und dort geht es um die Mindestsicherung und dann ging es um die Frage, wer spricht dazu. Und da muss man schon feststellen, dass im Sozialbereich die Angst umgeht. Und das muss man benennen, dass Leute einfach sich fürchten, sich gegen die Regierung zu wenden. Was kann man machen als Drittes? Ich denke mal, man muss diese Sprecherrolle mit dem Making it explicit ausmachen. Also man kann sie nicht irgendwie geschickt. Es ist meines Erachtens falsch, sich so nur, das sind die Daten und die Daten sprechen. Die Daten sprechen nicht. In der Sprecherrolle kann man die Unterscheidung zwischen den eigenen Gesellschaftsvorstellungen klar machen und der empirischen Evidenz. Aber ganz sicher ist auch diese Rolle in der Öffentlichkeit gesellschaftskritische, sozialwissenschaftliche Anmerkungen zu machen in vielen Institutionen sehr, sehr unerwünscht. Vielen Dank nochmals für zwei spannende Vorträge und einen guten Beginn heute Morgen. Wir machen vielleicht, wenn Sie gestatten, einfach 5 Minuten Kaffeepause und dann sind wir gleich hier wieder zurück zur Fortsetzung. Applaus